Kaiser Wilhelm II. War der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen, indem er nach der Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand im Jahr 1914 Österreich-Ungarn seine Unterstützung zusagte, trug Wilhelm einen großen Teil dazu bei, dass Deutschland in den Krieg zog. Mein Name ist Christoph Krachten und heute gehen wir der Frage nach, wer war Wilhelm II.? Wie so viele zukünftige Herrscher, so hatte auch Wilhelm II. Nicht unbedingt eine einfache Kindheit. Er wurde 1859 in Berlin geboren, seine Mutter Vicky war die älteste Tochter der britischen Queen Victoria und sein Vater Friedrich, der Prinz von Preußen. Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht von Preußen wurde der erste Enkel der Queen. Vermutlich hatte seine Großmutter nur die besten Absichten, als sie einen ihrer Leibärzte schickte, um bei der Geburt zu helfen. Aber leider ging alles schief und Wilhelm wurde bei der Geburt verletzt. Ein Arm war kürzer als der andere und obendrein gelähmt. Als Neugeborener war Wilhelm so schwach, dass ihn erst eine Hebamme rubbeln und mit Wasser erschrecken musste, bevor er anfing zu schreien. Wilhelms Kindheit prägten furchtbare Behandlungen, mit denen man seinen Arm heilen wollte. Man wickelte dem Kind zum Beispiel einen frisch geschlachteten, blutigen Hasen um den Arm. Außerdem bekam er Elektroschocks und Schienen aus Metall, mit denen man seine Haltung korrigieren wollte. Einige Historiker sagen, dass Wilhelm dem britischen Geburtshelfer die Schuld an seiner Misere gab und deshalb schon früh eine Abneigung gegen alles Britische entwickelte. Keine guten Voraussetzungen für den künftigen Weltkrieg. Mit seiner Großmutter soll er sich dennoch gut verstanden haben. Großen Einfluss auf Wilhelms Entwicklung hatte auch die Entstehung des Deutschen Kaiserreiches 1871 unter der Führung von Preußen. Wilhelm rückte dadurch auf den zweiten Platz in der Thronfolge direkt nach seinem Vater. Er würde Kaiser und König gleichzeitig werden. Damals war Wilhelm 12 Jahre alt und erfüllt von nationalistischem Stolz und Enthusiasmus. Seine preußischen Lehrer hatten ihn voll und ganz zu einem guten Preußen erzogen. Sehr wahrscheinlich trieb ihn auch dieser Nationalstolz später dazu, für Deutschland einen Platz an der Sonne erkämpfen zu wollen. Ein intelligenter, junger Mann war er, der Wilhelm, mit einem lebenslangen Interesse an Wissenschaft und Technik. Er studierte an der Universität zu Bonn. Sein kluger Kopf war aber mit einem ziemlich feurigen Temperament und einer impulsiven, nervösen Persönlichkeit verbunden. So hatte er zu beiden Elternteilen eine sehr schwierige Beziehung. Viele Historiker sind überzeugt, er wäre sehr auf seine Mutter fixiert gewesen und hätte versucht, ihre Liebe zu gewinnen. Man munkelt sogar, dass seine Liebe zu ihr etwas zu heftig ausgefallen sein könnte. Es gibt Briefe an sie, die darauf deuten, dass er sie auch erotisch begehrt haben könnte. Andererseits könnte er sich aus abgewiesener Liebe noch mehr von ihr und damit auch von allem Britischen abgewendet haben. Historiker debattieren gerne über die Auswirkungen, die die komplizierte Psyche des Kaisers auf seine politischen Entscheidungen gehabt haben mag. 1881 heiratete Wilhelm die Prinzessin Augusta Victoria von Schleswig-Holstein. Die beiden bekamen insgesamt 7 Kinder. Im März 1888 wurde Wilhelms Vater Friedrich III. Kaiser. Zu diesem Zeitpunkt bereits an Kehlkopfkrebs erkrankt, starb er wenige Monate später. Und wieder, wenn man Wilhelm glaubt, war es ein englischer Arzt, der versagte. Diesmal konnte er Friedrich nicht am Leben halten. Wilhelm folgte seinem Vater also am 15. Juni 1888 mit 29 Jahren auf den Thron nach. Innerhalb von 2 Jahren brach er mit dem eisernen Kanzler Otto von Bismarck, der die deutsche Politik seit den 1860er Jahren dominiert hatte. Der Kaiser startete seinen neuen Kurs, eine politische Weichenstellung. Bismarck prophezeite bitter, dass Wilhelm Deutschland zugrunde richten würde. Und tatsächlich, Wilhelm schaffte es, sein politisches Ansehen auf mehrere Arten anzukratzen. Er ließ seine Emotionen in seine Außenpolitik einfließen, was dazu führte, dass die Beziehungen Deutschlands zu anderen Ländern instabil und unvorhersehbar wurden. Er erlaubte sich außerdem ein paar öffentliche Ausrutscher. Der schlimmste wurde als die Daily Telegraph-Affäre von 1908 bekannt. Während eines Interviews mit der Londoner Zeitung beleidigte er die Briten aufs Gröbste. Ihr Briten seid doch verrückt! Verrückt! Verrückt wie Märzhasen! Auch der Eulenburg-Harden-Skandal von 1907 kam ihm nicht zugute. Damals waren Männer aus seinem Freundeskreis als Homosexuelle bezeichnet worden. Damals eine ernstzunehmende Beschuldigung. Die Skandale schlugen sich auf Wilhelms Psyche nieder und es ist wahrscheinlich, dass er unter Depressionen litt.
Sein Verhalten während der Krise, die im August 1914 zum Krieg führte, war kontrovers bis verstörend. Als ein Freund von Franz Ferdinand reagierte er zutiefst geschockt auf dessen Ermordung am 28. Juni 1914. Aber Wilhelm war darüber hinaus völlig uninformiert über die internationale Politik. Er dachte wohl, dass seine Blutsverwandtschaft mit anderen europäischen Monarchen ausreichen würde, um die Krise zu bewältigen. Er bot Österreich-Ungarn seine Unterstützung an und so erklärte Deutschland im August 1914 Russland und Frankreich den Krieg. Während des Krieges fungierte Wilhelm in erster Linie als Schattenkaiser. Eigentlich war er nur als PR-Figur zu gebrauchen, die Orden verlieh und die Soldaten an der Front besuchte. Nach 1916 wurde Deutschland quasi zu einer Militärdiktatur, dominiert von zwei Generälen, namentlich Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Die beiden hatten die oberste Heeresleitung übernommen und verantworteten entscheidende Entscheidungen wie die Eröffnung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges und die Ablehnung eines Verständigungsfriedens. Wilhelm wurde praktisch entmachtet. Im Rückblick kam Wilhelms Abdankung als Kaiser nicht überraschend. Sie wurde am 9. November 1918 verkündet, noch bevor er ihr überhaupt selbst zugestimmt hatte. Schon am 10. November nahm der ehemalige Kaiser einen Zug in die Niederlande, die während des Krieges neutral geblieben waren. Er erstand ein Gutshaus in der Stadt Dorn und verbrachte dort den Rest seines Lebens. Deutschlands letzter Kaiser starb am 4. Juni 1941 im Alter von 82 Jahren nach 2 Jahrzehnten im Exil. Also, was denkt ihr? War Wilhelm ein mehr oder weniger inkompetenter Kaiser, getrieben von einer schweren Kindheit und psychischen Problemen? Oder war er ein genauso guter oder schlechter Politiker wie der andere Kaiser oder König aus dieser Zeit? Und hätte er das Jahrhundert vielleicht verändern können, wenn er anders entschieden hätte? Erzählt uns mehr in den Kommentaren. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wenn ihr mehr über den Kaiser und seine Handlungen während der Juli-Krise 1914 erfahren wollt, dann klickt hier für unser, also hier für unser Special zur Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Bis dann. Bleibt dran.